Ein herzliches Servus zu einem weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin hier bei uns auf FS1. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem alljährlichen Kick-Racismen-Turnier, das heuer auf dem Postsportplatz in Salzburg-Schalmuss stattfand. Ein Spiel wurde auf einmal 15 Minuten brutto gespielt und bei diesem Turnier war heuer auch eine Mannschaft von FS1 und Radio Fabrik dabei. Bei dieser Mannschaft stand ich übrigens im Tor und aus diesem Grund möchte ich gleich mit einem Beitrag über diese Mannschaft beginnen, nämlich mit jenem über das Gruppenspiel gegen das Open Team Mark. Das Ergebnis ist aus Sicht des FS1 und Radiofabrik Team sehr erfreulich, gab es doch bei diesem Spiel auch einen Sieg, über den ich an dieser Stelle sehr gerne noch einmal berichten werde. Beim Spiel von FS1 Radiofabrik gegen das Mark zunächst einmal das Mark am Ball. Wieder eine Kontermöglichkeit. Im Tor bin übrigens auch ich zu sehen. Dann wieder ein neuer Pass. Nico Fuchs versucht es. Schöne Aktion. Gerhard Scheidler trifft und Tor 1:0 für das Team FS1 Radiofabrik. Herrlich herausgespielt und keine Chance für den Goalie des Marks da irgendwas zu tun. Dann wieder einmal ein Schuss, Pass, immer noch Dominik Ruber am Ball, verliert den Pass, jetzt wieder Gerhard Scheidler, eine sehr gute Leistung und jetzt wieder mal das Mark zu sehen. Versucht es mit einem Schuss, der allerdings gut in der Abwehr hängen will. Kontermöglichkeit, Schuss und Tor, 2:0. Ich glaube, es war Nico Fuchs, die Nummer 7, hier von der Mannschaft FS1 Radiofabrik. Dann wieder ein neuer Versuch des Marks. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Huskongas, die uns diese Bilder mit der Kamera eingefangen hat. Danke an dieser Stelle noch einmal dafür. Jetzt wieder ein Rückpass und der Ball geht am Tor vorbei. Dann wieder ein neuer Versuch und abgewehrt. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Nico Fuchs ist der Ball, verliert ihn ans Mark, aber auch dieses Mal geht der Ball am Tor vorbei. Jetzt wieder ein Eckball. Die Flanke kommt herein. Pass, aber auch dieses Mal geht der Ball drüber. Neuer Versuch. Pass. Rückpass. Aber es bringt dann nichts ein. Gut aufgepasst. Noch eine gute Aktion. Und wieder ein Versuch. Pass, Schuss. Der Ball geht an die Querlatte. Und hinter das Tor von der Radiofabrik. Genau genommen auch hinter Mentor. Jetzt wieder der Schlussphase. Alex Narringbauer versucht es. Schön gemacht. Weiter Abschlag, aber auch das bringt nichts ein. Im Hintergrund sehen wir noch die Torpedos beim Aufwärmen, aber die Radiofabrik gewinnt dieses Spiel klar mit 3:0. Gratulation an dieser Stelle an das gesamte Team. 3:0, so lautete das aus Sicht des FS1 Radiofabrik-Teams. Erfreuliche Endergebnis in einer sehr interessanten Begegnung, bei der es die Stürmer schafften, den Ball dreimal ins gegnerische Tor unterzubringen. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren interessanten Spiel, nämlich zu jenem zwischen Torpedo, Airboard und auch der Fußball Connection, einer neuen Hobbymannschaft
aus Eugendorf. Wie dieses spannende Spiel ausgegangen ist, darüber sehen wir in den folgenden beiden. Im Spiel zwischen den Torpedos, Airport und der Fußball Connection. Zunächst einmal die in Gelb spielenden Fußball Connection am Ball. Wir sehen hier jetzt auf jeden Fall Nikola Tomic. Jetzt wieder die Torpedos. Pass. Bleiben am Ball. Wieder Nikola Tomic. Eine Szene, die an diesem Spiel öfter vorkam. Jetzt sehen wir den Impel, der gerade den Ball an die Torpedos verliert und der Ball geht ins Aus. Jetzt wieder ein neuer Versuch, aber auch dieses Mal hinter das Tor. Keine wirkliche Gefahr für das Tor der Torpedos. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Fußball-Connection im Angriff. Tim Hempel versucht es und auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Gute Aktion. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit der Torpedos. Die in dieser Phase am Ball bleiben. Jetzt einmal ein Schuss, aber auch dieses Mal geht der Ball sehr deutlich über das Tor. Neuer Angriff der Fußball Connection, sehr weit vorgelegt und kein Problem für den Torhüter der Torpedos, da etwas zu machen. Wieder ein neuer Versuch. Gute Aktion der Fußball Connection. Neuer Versuch, der Ball geht vorbei. Neuer Versuch. Pass. Wieder ein Angriff. Daniel Magnus am Ball. Bleibt allerdings hängen. Es bleibt nach regulärer Spielzeit beim Torlosen 0 zu. Dann das Elfmeterschießen. Schuss, Tor. Ball ist drinnen. Jetzt wiederum die Fußball-Connection. Schuss abgewehrt. Gute Parade vom Torwart der Torpedos. Und jetzt wieder der entscheidende 7 Meter. Schießt auch, trifft und damit kann die Fußball-Connection diese Begegnung für sich entscheiden. In diesem Turnier gab es die Regel, dass bei den Platzierungsspielen ein Sieger notwendig war. Stand es nach Ende der regulären Spielzeit von 15 Minuten unentschieden, gab es eine 5-minütige Verlängerung und wenn auch dann noch keine Entscheidung fiel, ein 7-Meter-Schießen. In diesem 7-Meter-Schießen konnte sich dem Fußball-Connection letzten Endes knapp durchsetzen und traf im Semifinale auf den FC United. Auch über dieses interessante Spiel haben wir einen Beitrag vorbereitet, den ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Im Semifinale traf die Fußball Connection auf den FC United. Die Fußball Connection in den gelben Unterscheidungsleibchen wieder im Angriff. Gute Aktion über die linke Seite. Pass, wieder eine herrliche Aktion. Neuer Angriff, weiter Abschlag, aber auch dieses Mal ging der Ball sehr weit über das Tor. Jetzt wieder ein neuer Versuch.
Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Der Ball geht hinter das Tor. Dann wieder der FC United. Pass. Der FC United bleibt vorerst am Ball. Und auch dieses Mal konnte die Fußball Connection den jetzt wieder. Ein schöner Angriff. Gut geblockt. Auch dieses Mal ging der Ball ins Out. Einwurf für den FC United. Pass. Schöne Aktion. David Tomic ist gerade am Ball. Kontermöglichkeit. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder der FC United. Pass. Dann wieder die Fußball-Connection, die allerdings nichts einbringt. Pass. Gut aufgepasst. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Es bleibt vorerst beim 0:0. Jetzt wieder eine schöne Aktion der Fußball Connection. Dann wieder ein neuer Versuch. Der FC United am Ball verliert den Tim Hempel. Ist am Ball. Neuer Versuch von der FC United. Pass. Sehr schöne Aktion, aber es bringt auch hier nichts ein. Jetzt wieder. Ein neuer Versuch. Jetzt ein Körperschuss und Tor. Erster von zwei Treffern. Keine Chance für den Goalleiter Fußball Connection, da was zu machen. Der FC United gewinnt diese Begegnung mit 2:0. Im Semifinale setzte sich zwar die Mannschaft des FC United durch, aber beide Mannschaften boten interessanten und sehenswerten Fußball und zeigten somit, dass es auch durchaus interessant ist, mal eine Hobbymannschaft hier zuzuschauen. Gewonnen hat übrigens der FC United, der sich im Finale gegen das Diakonietenberg durchsetzen konnte, und die Fußball Connection aus Eugendorf erreichte gleich Platz 4. Alles in allem ein sehr gutes Turnier und natürlich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.